Wir sind hier ins Wasser gesprungen. Braver Junge. Haben das hier erfolgreich gemacht mit dem Turm, ne? Und haben dann nach Essensvorräten gesucht. Und jetzt habe ich mal gerade diese andere Kleidung angezogen, da ich mich jetzt auf den Weg mache. Ins Dorf. Also, nicht ins Dorf, sondern hier, zur Schmiede wollte ich mich eigentlich aufmachen. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wir können ja da nochmal, da müsste eigentlich ein unentdeckter Ort sein. Der muss irgendwo da sein, ne? Falschen Button immer. So, und da, ne? Da ist auch noch eine. Doch, haben wir eingesammelt. Ist das da? Da unten ist das. Ist ja ein Knaller. Komm mal zu Haiku. Wir müssen einen Haiku verfassen. Ja, das kriege ich hoffentlich hin, ne? Konfliktionieren. Hinter dem Vorhang leuchtend blüht er. Neuer Horizont. Gefällt mir aber leuchtend hier Horizont am besten. Blickt durch den Dunst und wir sind zurück auf festem Boden, müht sich und ruft um Hilfe. Geschwächt von dem Kampf, zerstört aber lebt. Beschirmt fällt zuerst. Nehmen wir das. Neuer Horizont. Zurück auf festen Boden. Zerstört, aber lebt. Stirnband des Konfliktes haben wir jetzt, okay. So, jetzt aber hier, komm. Weiter geht's. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Können wir uns den hier nämlich auch gleich mal schnappen? Weil das ist aber hier gerade ein Wetterchen, das macht aber gar keinen Spaß, ne? Ich weiß übrigens nicht, ob das Haiku, ob das so richtig ist oder ob man das so macht. So, die dürfen wir, oder soll man ja nicht töten. Die Hirsche, die gelten ja irgendwie als heilig.
Fuchsbau. Folge ich ihn mal. Alter, das sieht echt nice aus, ne? Wo rennt der Fuchs denn hin? Und hin? Dadurch soll ich. Wir ehren den Schrein. Inari-Schrein verehrt. Er freut sich. Und so, nicht nur so. So, und dann hatte ich ja mir vorgenommen, dass ich das jetzt mal hier mache. Dass wir uns mal den Himmelsschlag. Okay, das hat schon mal funktioniert, glaube ich. Diesmal habe ich nicht so viel Schaden genommen. Oh, wir können uns hier mit ihr auch unterhalten. Arme Hatsu. Sie wird gewiss bald verhungern. Von wem redet ihr? Eine Witwe. In den Außenbezirken von Tsutsu. Sie lebt allein und kann für sich selbst kein Essen beschaffen. Ich sehe nach ihr. Ich sah den Schützen vom Nagao-Clan auf beim Üben zu. Jetzt sind sie fort. Da haben wir's. Leere Körbe. So, wir sind hier auf jeden Fall. Alles einsammeln. Was irgendwie geht. Schlimm genug, unsere Häuser zu verlieren. Und jetzt hausen auch noch Mongolen darin. Zu viele Häuser wurden überfallen und niedergebrannt. Vor kurzem überfielen sie ein Haus in der Nähe. Der Mann, der dort lebt, will nicht hier weg. Er bittet weiter um Hilfe. Ich werde ihn suchen. Da ist auch noch das Haus. Okay. Wenigstens können wir, wenn die Mongolen Tsushima erobern, weiter zu Buddha. Seid ihr euch sicher? Ich hörte die Mönche darüber reden. Ah, guck mal hier. Ambos. Wo müssen wir eigentlich hin? In die Richtung. Okay, dann muss das da sein. Der Wind hat uns gerade ein Stück wieder geleitet. Würde ich nach Komoda schleichen und mir alles von Wert holen. Und da noch was? Ey, das ist so schlimm, ne? Mittlerweile bin ich echt am Looten, aber ich brauche die Vorräte.
gucke ich mal auf die Karte, ob ich richtig... Ja, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Und hier ist eine interessante Technik, die wir scheinbar lernen können. Der Himmelsschlag. Sie haben den Schrein erhofft, der die Jahrhundertfassung gebaut hat. Ah, sobald einen die Mongolen haben, ist der Tod Aufzeichnung. Der einzige Ausweg. Das heißt, sie behandeln ihn wie einen Handelsmann. Gegen ihn alles, was er will. Vielleicht vor... Holy moly, sieht das hier aus. Bin dem Musikanten von Inkumatsu. Susanoo, beschütze mich. Leichen. Ja, ein paar würde ich sagen. Diese Menschen getötet. Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelsschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten. Als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelsschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Der Mörder möchte Shigenoris Himmelsschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Himmelsschlag. So, die Brücke. Die muss jetzt irgendwie vor uns liegen. Die Brücke, die der Musikant erwähnte. Da weint jemand. Oh. Mein Herr, so viele. Niedergestochen. Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit. Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Jetzt bin ich hier mal gespannt. Hufspuren. Yasushira hatte es eilig. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Nach der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen.
Ich bin nicht sicher, woher. Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Scheinbar müssen wir hier lang. Nur, dass ich jetzt nicht mehr wirklich Spuren entdecke. Oder gesehen habe, so. Da sind wieder welche. Da vorne. Sie errichten eine Straßensperre. Bis hier lang. Ja. Mongolen, versteckt euch. Nee, das reicht nicht. Folgt die uns oder bleibt die da? Die bleibt da. Sehr gut. So werden wir siegen. Oh, ist das hell, ne? Egal, wie ich das ein bisschen mache, ne? Der ist jetzt weg. Wir haben cool Bett.
Okay, die sind aus irgend... Achso, die sind wegen dem hier vorne, ne? Na kommt, wo seid ihr denn? Gerade echt noch, wie ich das... Okay, der ist da und der ist da, ne? Das Ding wird nämlich sein, wenn ich jetzt mich mit denen anlege... Das ist interessant, würde ich sagen. Negio Jacinta. Tentwe. King Iku Harwo. Tent Harraj. Ven. Sauber. Ist das nur er hier? Müsste eigentlich nur er sein, ne? Das meine ich nämlich. Mittlerweile musst du gefühlt hier alles absuchen. Damit wir. Also, damit ich das hinkriege, ne? So. Ja. Ich hätte das jetzt natürlich auch mit Bienen machen können, aber ich habe das jetzt ohne Bienen gemacht. So, da dürfen wir uns jetzt mit den Leuten unterhalten. Ich oh, hier kann sind wir was. Yasuhira Koga nirgends sehen. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Okay. Was hat Yasuhira getrieben? Weiße Blätter, wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Nochmal dahin. Nee.
durchsucht den Wachturm. Ah. Ein Duellring. Er sucht danach. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Ich muss weißblättrige Bäume finden. Das geht irgendwie in die Richtung. Alter, so ein Wetter ist echt ein Knaller, ne? So, machen wir uns auf den Weg.